in der Mitte der Map sind vier Päckchen Koks. Ach, du musst immer hin und her rennen, ja, jetzt will ich wieder. Und dann musst du die sammeln, musst die in deine Basis bringen. Du kannst aber aus der anderen Basis klauen. Ja, ich weiß. Wer zuerst vier Päckchen, wer zuerst. So. Baby Markus und ich gegen den Rest. Ach nö, nicht schon wieder. Kann man nicht wechseln irgendwie? Nee, ne? So. Das war voreingestellt, oder? Was? Es ist nur fair. Nö. Kevin, du hältst dich diesmal zurück, okay? Nö. Okay. Bist du scheiß Kiste? Geht da schon wieder los mit deinem scheiß Auto gefahren? Aber diesmal macht sich Markus, diesmal war ich's. Wollte doch vorher gehupt. Und ich habe diesmal nicht mal Autos platziert, ne? So. Ja, die Autos sind gerade irgendwie so gespawnt. Du spawnst irgendwie so um. Ach so, wir werden in den Autos gespawnt, okay. Ja. Aua! Was steht denn Sinn jetzt die ganze Zeit? Ich kann gar nichts machen. Aua. Ja, du musst doch das aufheben, was in der Mitte liegt. Ich sehe ja nicht, was in der Mitte liegt. Das ist ja mein Problem. Irgendwas wollt auf jeden Fall die Tasche von euch. Das ist nicht wahr. Erlaubst du hier auf meine Leute zu schießen? Was ist mit dir falsch? Das ist nicht wahr, weil du den Sponsor direkt daneben kannst doch nicht mal schießen. Nein! Die Idee hatte ich auch gerade. Bring das Koks auf den Treffpunkt. Hey, wieso werdet ihr aber den Autos gespawnt und wir nicht? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Da habe ich wahrscheinlich bei den Einstellungen was falsch gemacht. Ja, danke. Weil irgendwie ist es gerade ein bisschen unlogisch. Weil ihr habt jetzt schon drei Dinger geholt. Na gut, da geht die Runde auf euch. Ist nicht schlimm. Alter, Alter. Nee, also wir haben keine Fahrzeuge bei uns. Okay, weil wir. Eigentlich ist es ja unfair. Es ist ja. Halt, pass auf. Ja, wie gesagt, das sind noch so Anfangsschwierigkeiten beim Erstellen. Alter! Steht einfach da und ballert mit der Rakete aufs Auto.
Nee, ich konnte die Waffe gerade nicht ausstellen. Ich wollte eigentlich schon gerade eine andere Knarre nehmen. Kaputt. Nee. Ach, da steht noch einer von euch. Wir sind nur zu zweit, Alter. Wo soll man sonst stehen, du Blinze? Weiß nicht, was du meinst. Hä, wieso rennt die jetzt hinter das Ding vor? Bist du behämmert? Was stimmt denn mit dir, du blöder Spielcharakter? Hörst du mal auf, herumzufahren? Fenster mit dir. Der Levant hat er noch. Das ist nicht wahr. Ich krieg vor einem Sport. Übertreib mal nicht. Autsch! Das tat weh. Erwischt! Hey! Ich seh dich gerade! Baby, der war jetzt gut! Entschuldige bitte! Ja, nichts kannst du, also mit deinen scheiß Autos. Jede Menge Koks wurde aufgesammelt. Au! Hörst du mal auf, hier rumzuschießen? Was ist denn mit dir falsch? Du bist ja viel zu aggressiv, mein junger Padawan, ne? Weißt du? Ah, diese Scheiße. Eigentlich ist das scheiße, wenn du im Auto spawnst, weil du einfach Zeit verlierst. Wicke, okay, dann bin ich wieder rumgevögelt. Warum? Ah, verdammt! Mit der Rakete. Mensch. Du hast doch auch keine Munition mehr. Dieser scheiß Sven jedes Mal, hä? Alter, die falsche Waffe und null Munition. Ich krieg die Tür nicht zu. Das ist nicht wahr. Doch. Nein. Oh, jetzt war die scheiß Karre da. Oh, ich krieg die Tür nicht zu.
Wieso treffe ich? Ach, das ist ja offen. Sehr frische Luft. Baby kommt. Hey. Wo willst du hin? Okay. Also ich habe 21 Kills in ihr. Ein Drittel. Schade. Oh Gott. Wie oft läuft das jetzt? Wie oft musst du hier siegen? Hallo? Weiß ich nicht, ich frage mal den Ersteller. Herr Ersteller? Den Hersteller. Ja. So, ja. Wie oft muss man hier siegen? Keine Ahnung, ich glaube dreimal oder so. Boah, hast du da Angst? Ich will ja nicht sagen, aber das war gerade eine heftige Runde ohne Scheiß, ne? Ist eh die letzte, glaube ich, oder? Von der Zeit her. Ja. Ja, wir haben kurz vor zwei, ne? 10 vor oder so. Mist. Autsch! Ey, du standst genau hinter derselben Wand wie ich, kann das sein? Das ist nicht wahr. Ich hab mich gerade weggeholt. Ich bin One-Shot. Nee, stand noch einer dahinter. Das sieht ja der Palette, ne? Also Mark, ist wirklich so, dass die gegnerische Mannschaft dann hier die Autos hat. Mhm. Okay. Yeah. Die Frau regelt. Ja, die Frau mit der Regel, ja. Okay. Was war denn jetzt? Dass wir alles eingesammelt und nach Hause gebracht, während wir uns getötet haben. Ja. Gut, wenn zwei sich jeweils töten, dann holt die dritte Person die Dinger nach Hause. Nice. Einfach so unbemerkt. Das war einfach gerade zu legendär. Ich dachte nur zwei Päckchen. Okay, die kloppen sich. Ich nehme mal die zwei und anderes paar Päckchen. Markus steht hinter mir. Okay, ich gehe mal vorbei. Der regelt das schon. Ich sehe die Päckchen gar nicht. In der Mitte der Map. Ganz klein auf dem Fußboden sind die, ey. Da hat der Ersteller aber ganz schön schlecht gemacht, Jo. Ich will erkennen, irgendwie. Du willst ja nicht gleich am ersten Tag unbeliebt machen, ne? Nee. Ich will okay ankreien, Markus. Oh Leute, jetzt geht das schon wieder los.
Wir da einfach durch die Kisten ran. Ja, du brauchst einfach nur zwei einsammeln. Ab durch. Zwar beide. Nein. Hallo Markus. Hallo. Na gut, ihr habt einfach, ne? Einer braucht einfach nur Raketen werfen, der andere braucht das Zeug einsammeln und fertig. Und der eine schießt einfach nur. Das ist nicht wahr! Du hattest nicht mehr, ich hätte dich nur treffen müssen. Na gut, da sind die Leute, die zu dritt sind, definitiv im Vorteil. Ja. Oh, was liegt denn hier? Ein Päckchen. Kuruma vs. Shotgun-Übung. Hör doch mal auf mit dem scheiß Auto hier rumzufahren, wie ihn auch. Mist! Hier, da kommt jetzt Kai vor mit dem Infection. Achtung! Ich krieg ihn nicht mehr. So, warte. Zack, zack. Du triffst doch nicht mal eine Heugabe, wenn sie vor dir steht, du Pinsel. Ach, was? So. Ich werd verfolgt! Innen hab ich gesetzt, es bleibt stehen! Boah, dieser Scheißbaum! Nein! Ey, diese Scheißraketenwerfer! So, die Frau hier ist wird. Ja, immer selber in die Luft. Die Frau hat Stil, die Frau hat Klasse. Da kommt schon wieder Markus. Ich hab auch Markus. Du Arsch, ey. Nein! Ey, das war meine Deckung. Du hast genau dasselbe gemacht. Nur zu wenig. Hallo Markus, versuchst du es jetzt über der anderen Seite, ja? Irgendwann stehen bei euch drin 20.000 Autos. Das sehe ich aber auch so, ne? Wow! Alter, was ist denn hier für eine Bombenstimmung schon wieder? Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Aua! Hilfe! Hilfe! Ich komme nicht weg! Aua! Ihr Erdhaft! Vom brennenden Auto begraben! Okay. Nein! Okay. Ja, wie sagen wir, hier ist eine Bombenstimmung, ne? Alter, ich hab keine Munition mehr! Och, und tot! Ich hab keine Munition! Jawohl! Na, wie soll ich das machen, wenn du hier hinten stehst? Kommt doch keiner neue Munition? Ach, jetzt doch. Jawohl. Wechselt der auf die Minigun, weißt du? Ich hab doch den Pizza auf der Dings. Nein, ich hab dich mit der Schrotzlinde geholt. Nee, bei mir hat er auf der Minigun gewechselt. Warum auch immer. Lass mich doch mal zu euch rüberfahren. Wichser. Das ist nicht kräftig, oder? Ja. Ah!
Blub, blub. Markus steigt schon wieder ins Auto ein. Kennt er ja mittlerweile. Alter, hier steht so viel Autos. Du weißt schon gar nicht mehr, wie du da ranfahren sollst, also wie du das da rennst. Also, ich habe eine Frage. Ja? Du siehst aber noch durch, wo du hinparken musst, oder? Au. Oh, ich hab die falsche Waffe, das geht mir auf die Zimmer, jo. Ey, diese scheiß Explosivkacke. Alter, Verwalter, es geht jetzt gerade nur, da geht gerade ab. Ich sehe gerade nicht mehr, was Freund oder Feind ist. Oh, das hab ich kommen sehen. Oh, das Problem ist, ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Moon, gar nicht. er muss gleich total übertreiben. Aber wir kommen auch nicht an das scheiß letzte Päckchen ran, ja? Ich hab keine Moon. Ihr versucht's ja auch gar nicht. Das ist nicht wahr, Alter. Wieso wechselt der jedes Mal auf die Minigun? Jedes Mal, wenn ich vor einem Gegner vor mir stehe, wechselt der auf die Minigun. Alter, Mann. Oh, cool. Vorsicht, das knallt gleich. Das klatscht gleich. Aber kein Beifall, ne? Ja. Oh, endlich habt ihr noch Munition. Jetzt kann er kommen, los geht's. Ja, da kamst du nicht weit, Markus. Also. Wie spät ist es überhaupt? 2 Uhr eigentlich. Wir müssten eigentlich jetzt die Dings beenden. Ja, wir müssten dann jetzt jetzt hier abbrechen. Aber wir spielen die Runde noch zu Ende, komm. Ist okay. Und dann ist gut. Baby, hörst du wohl auf, hier meinen Partner abzuknallen? Du spinnst wohl. Richtig, ich muss vorpushen. Au, Kevin, hör auf. Das ist nicht wahr! Hey, ich hab volle Energie, volle Weste und Markus rollt noch. Und Markus rollt mich noch über den Haufen. Ja. Oh, steht ja noch ein funktionierendes Auto, ja. Jawohl, alle drei mit Aimer! Wenn ich mit der Munition aus? Ach, ausreichend. Los, Markus, setz dich ins Auto, komm. Ja, Leute, übertreib's nicht. Einmal kurz durchsiebt. Für drei Leute. So. Wow. Hab den. Ah, jetzt hat er mich endlich, Kevin. Ich hab dich doch so vermisst. Ja, willkommen in meiner Welt. Warte, da kommt was von der Seite. Wir müssen zurück. Lol, Spawnschutz, Alter, das ist doch so reitisch. Ich hab schon gedacht, wir treffen nur heute. Mach es gut, oh, komm. Hör auf mit deinen scheiß Autos, das hat gar keinen Sinn heute mehr. Ich werd schon wieder verfolgt. Jawohl! Der hat nicht mehr gezählt. Ah, nice. Oh. Kevin, guter Fight. Guter Fight. Ach ja. Na, jetzt machen wir weiter. So, dann gehen wir jetzt auf Beenden. Ja, das war's dann. Okay. Wir sind durch für heute. Deswegen wollte ich eigentlich ein bisschen was früher anfangen. Aber...
Ja, müssen wir mal gucken, nächste Woche Sonntag. Das war auch zu beim Arbeiten. Ja, wenn wir jetzt so beenden drücken, werden wir Spielverderber, ne? Wenn du das zu oft machst, ja, aber nicht die so. Runde ist, die Runde ist immer. Wir haben gewonnen. Ja, also, ich muss mal sagen, war ein schönes Spiel. Ja. Auch wenn ich teilweise richtig hart angefressen war. Ach nee, schade. Ernsthaft? Es gibt doch eine Runde. Steht 3-1. Oder nicht? Ich habe aber beenden gedrückt, ne? Das wisst ihr. Ja, müssen wir beenden. Ja. Na, dann müssen wir alle beenden jetzt nochmal. Ja. Warte mal, wie war das? Zack, Handy auf, dann auf den Job und Viereck. Ja. Es ist vorbei, heute. Schon. Oh, nee. Vor der Eckschnee. Ah, diesmal waren wir auf Baby vorbereitet. Weil sie wollte immer durchrennen und hat sich gedacht, geil. Aber ich glaube, die Seite mit dem Autos bist du wirklich im Nachteil. So. Jo, das war's für heute.